Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Land 2, zum jetzt, denke ich mal, finalen Part. Ach, je nachdem, wie ich mich hier schlage. Also, das Gebiet ist definitiv nicht das leichteste, das haben wir schon gemerkt, und scheint auch nicht das kürzeste zu sein. Also, wir haben 900 Sekunden. Meist sind die Zeiten so gewählt, dass man nicht zu viel und nicht zu wenig Zeit hat. Das hat schon mal besser geklappt als beim letzten Mal. Ja, das lief schon mal gut. Und dann rennt er nicht. Ah. Ich sehe schon, das wird wieder ein Steuerungsfrust. Ah, und da bin ich auch schon wieder klein, weil ich mal wieder unfähig bin. Also, wenn das so weitergeht, wird das nichts hier mit dem finalen Part. Hab ja schon leider beim letzten Part hier in dem Gebiet kläglich versagt. Das war jedes Mal. Hätte ich es fast geschafft, mal als Großer hinten anzukommen und versage vorm Rohr. Jetzt kommt ein nerviger Bereich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit geplant ist dafür, dass man die Welt schaffen, also um die Welt zu schaffen, und wie viel an Bonuszeit ist. Ist auf jeden Fall das umfangreichste Level. Ja. Hab ich ja schon wieder fast vergessen. Wenn ich am Anfang zu quatschen bei sowas, dann habe ich eigentlich schon verloren. Ah, neuer Versuch. Wieder als Kleiner. Soweit so gut. Hier haben wir ja gelernt, nicht auf die mittleren Flächen treten. Das sind Fallen. Okay. Ah, das Fiese ist, dass man halt hier jedes Mal wieder von vorne muss. Also wir haben noch nicht den Mittelpunkt erreicht, also es kann sein, dass das ein extrem umfangreiches Level ist. Puh, war das knapp. Oh, das war Glück. Der Sprung hat schon wieder nicht geklappt. Ja. Oh, ich bin schon wieder mit der Faust gegen diesen Stachel gekommen. Mm.
verkeckt. Da war ich hier unvorsichtig. Also wir haben quasi 6 Münzen dafür gesammelt, dass wir hier nicht weiterkommen. Oh. Ich hasse es. Wieso? Mano. Na gut, hier an der Stelle, wo ich sterbe, dann ist, da ist es sowieso ein Insta-Kill. Allerdings, wer weiß, vielleicht hätte ich ja irgendwas vom Flattern gekriegt oder sowas in der Richtung. Oder auch nicht. Wieder das Gebiet mit den Fallen. Ah, hier wissen wir ja auch. Ein Glöckchen wäre jetzt fein. Ein Glöckchen, was mir im Mittelpunkt... Oh je. Sorry. Ist die Brille runtergerutscht? Oh je. Nein, nicht jetzt ruckeln, nicht jetzt ruckeln. Im Mittelpunkt wäre es so langsam, aber sicher mal angebracht. Laufen! Okay, ich glaube, das war der erste Zwischenboss in den Schloss. Oh, wir müssen schon wieder alles von vorne. Oh, ist das böse. Nein, ich bin noch ein Horst. Ich bin so unvorsichtig. Okay, also das ist echt eine happige Welt. Eine richtig happige Welt und vor allen Dingen auch noch verdammt groß. Gegner müssen wir leider auch alle platt machen, da diese fliegenden Köpfe. Wir haben ja gesehen, das Rohr war erst zu sehen, nachdem das platt war. Ach. Oh, ist das schwer. Er ist schon wieder nicht richtig gesprungen. Moment. So.
Ach, neuer Versuch. Fortschritt. Bin ich mal gespannt, was wir hier oben kriegen. Ah, eine Feuerblume. Das fand ich persönlich jetzt so am gemeinsten. Aber das hier auch nicht unbedingt nett ist. Oh. Nein! Oh, das war so gut. Und dann ist der Sprung voll daneben. Oh, ist das eine bitterböse Welt. Also die finale Welt ist noch mal ungleich härter als die normalen Welten. Blöd ist jetzt natürlich, dass ich jetzt schon wieder einen Treffer weniger habe, wenn ich die dämlichen Schädel da platt machen muss. Beziehungsweise die komischen Bälle. Hier ist es auf jeden Fall wieder so ein auswendig lernen. Oh, ich bin durchgefallen. Also der hat es eben teilweise hingekriegt, dass der quasi auf einem Pixel am Rand stand. Aber da, wo der ganze Fuß jetzt draufsteht, fällt er durch. Also das ist auf jeden Fall eine Welt, die mir noch ein paar Nerven rauben wird. Wir haben übrigens jetzt nur 60 Leben, also 59 Leben. Jetzt weiß ich auch, wofür wir so viele Leben kriegen. Das war eigentlich nur alles für diese Welt. Ach, das habe ich wieder gequatscht. Und schon werde ich hier getroffen. Wie immer. Ach, aber so bedenkt eigentlich ziemlich schlecht als das Player. Dass man immer dann irgendwie getroffen wird, wenn man irgendwie redet. Wenn man hauptsächlich redet. Ah, diese Sprungpassagen. Das war dumm. Ah. Da haben wir gemerkt, da kommt nichts raus. Das ist nur eine Verarschpflanze. Da habe ich eben einen Treffer abgekriegt gehabt. Da muss man einfach nur schnell durchhüpfen.
wird erst frei, nachdem man nein! Ah, da habe ich ja die Kante erwischt. Ach komm. Nicht euer Ernst. Oh, ist das böse. Also das Finale erarbeitet man sich hier richtig hart. Ich bin schon froh, dass ich das abgebrochen hatte im letzten Part. Weil das wäre ein verdammt langes Finale geworden. Wahrscheinlich sogar länger als das Special von mir, wenn ich recht habe. Je nachdem, wie ich mich anstelle, kann das ja sogar sein, dass das sogar noch ein Part wird. Wieder getroffen worden. Ich muss eigentlich als Großer in die eine Etage ankommen, damit ich die Feuerkraft kriege. Das ist nämlich meine einzige Chance, dass ich diese komischen Köpfe da relativ effektiv ausschalten kann. Was wahrscheinlich nur klappt, wenn ich nicht so viel laber. Gut, nochmal Leben holen ist nicht das Problem. Die kann man relativ gut fahren. Das haben wir ja schon gemerkt. Es ist auf jeden Fall immer noch ein super gutes Spiel. Aber in diesem Fall auch sehr schwer. Also gerade speziell dieses Schloss ist hammerhart. Die Space Zone war anspruchsvoll, aber das hier ist echt böse. Der schiere Umfang und die geforderten Aufgaben sind hier echt böse. Nein, zu weit gesprungen. Das Blöde ist, man kann auch auf diesen Schädel nicht kurz stehen bleiben. Du musst direkt in einen durchhüpfen, sonst hast du ja keine Chance. Ach, die Karte geht jetzt auch schon 20 Minuten. Da komme ich ja schon besser durch, aber diese Sprungpassage ist echt böse, die hier zwischenkommt. Der Teil hier ist schon ziemlich böse, also mit dem sich bewegenden Block, wo man so komisch nach unten springen muss. Und zwar genau hier den. Das hat jetzt relativ hoch geklappt. Jeder ist fies, wenn man es nicht weiß. Ansonsten, naja, man springt einfach über die Falle rüber und fertig. Und jetzt kommt hier der böseste Teil bis jetzt. Puh, so weit, so gut. Der nächste
nächste Part könnte auch wieder ätzend werden. Stelle ich mich zum Glück relativ gut an. Und hier einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Oh. Leider kein Treffer ab dadurch. Wie wäre es jetzt so langsam, aber sicher mal mit einer Glocke. Finale Boss leichter wird als die ganze Welt. Böse ist anscheinend, wir müssen jedes Mal die komplette Welt von vorne machen, wenn wir das vergeigen. Okay. Den Trick für die nächste Form des Bosses habe ich jedenfalls noch nicht herausgefunden. Aber das war gerade Wario. Marios böses Ebenbild. Ach, Mist. Ach, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Part geschafft kriegen. Die erste Form von Mario war ja jetzt nicht so problematisch. Die zweite Form war das große Problem. Das war auch knapp. Oh. Also der erste Wario war überhaupt kein Problem. Der nächste allerdings, der ist ziemlich böse. Soweit, so gut. Ja, das sind ja auch fliegende Wario-Köpfe.
der eine hier so schnell kaputt gegangen ist, habe ich zwar auch nicht verstanden, aber okay. Na gut. Neuer Versuch. Ist das übel, wie viele Phasen der hat. Eieiei. Okay, für die Hasenphase habe ich jetzt auch einen Trick. Ah, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das in der Feuerphase mache. Abgerutscht. Gut, wenn ich ja... da bin ich doch gar nicht weg. Ich würde aber sagen, wenn wir die halbe Stunde voll haben, mache ich dann nochmal einen Cut. Im nächsten Part schaffen wir es dann wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, inwiefern das von dem Leben her abgespeichert ist. Kann sein, dass ich dann ein paar Leben mehr habe oder weniger, ich weiß es nicht. Ich denke mal hier mehr. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel das abspeichert. Ein normaler Modulspeicher. Okay, also die Welt ist jetzt doch nicht so lang, wie ich dachte, aber der Bossfight ist natürlich am Ende nochmal richtig böse. Die Welt selber ist natürlich auch nicht jetzt ohne. Da muss man ganz klar sagen. Da braucht man schon so ein paar Übungsanläufe. Bis man die Welt dann einmal drin hat. Passagen sind definitiv nicht meine Stärke. Ich weiß, es sieht nicht so aus, als ob das so wie ich da gerade durchrenne, aber man muss halt auch an die etlichen Versuche denken, die ich davor brauchte. Thank you.
Ja, die kann man leider irgendwie nicht wirklich plätten auf diese Art und Weise. Okay, das war gut. Es ist nicht so schlimm, wenn wir den einen Treffer abkriegen. Ah, die Welt habe ich jetzt relativ gut drin, aber... Mann. Ah, da habe ich mich dumm angestellt. Na gut. Dann gibt es noch einen 10. Part und mal sehen, wie es dann läuft. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal für heute ziemlich durch. Ah, beim nächsten Mal vielleicht noch einen neuen Versuch. Danke fürs Reinschauen.